Vor 3 Wochen stand ich vor dem Kriegerdenkmal in Neustadt, der Herkunft meiner Großeltern. Mein erster Großonkel ist 1914 gefallen, der nächste 1916. Waren 5 Brüder. Die nächsten 3, auch mein Großvater, lange im Krieg, aber sind am Leben geblieben. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg. Meine 4 Brüder und ich, wir sind 5, waren alle bei der Nationalen Volksarmee. Zum Glück haben wir keinen Krieg erlebt. Meine beiden Söhne bei der Bundeswehr, auch keinen Krieg erlebt. Wir können froh und glücklich sein und dankbar. Und das bewegt mich am Volkstrauertag, dass wir seit Generationen bei uns in Europa Frieden haben. Und das ist das, was wir auch aus diesem Tag lernen, aus unserer Geschichte. Auch beim Totengedenken, dass wir Frieden halten müssen. Und denke ich, das wird vielen Familien in Sachsen und in Deutschland so gehen. Volkstrauertag erfüllt einen zutiefst humanitären Zweck. Überall im Land, ganz egal wie jetzt im Moment die Situation ist, aber überall im Land treffen sich Menschen und gedenken der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft. Wir machen das hier gemeinsam mit der Bundeswehr, die uns ja auch in unserer Arbeit außerordentlich unterstützt. Und es hat auch den Sinn, mal darüber nachzudenken, dass es eben heute noch Kriege und Gewaltherrschaft gibt und viele junge Soldatinnen und Soldaten auch zum Einsatz gehen und eventuell dort auch ihr Leben lassen könnten. Wir fördern die Jugendarbeit. Es gibt nur noch wenige, die uns von damals erzählen können, aber wir fördern die Jugendarbeit einfach aus der Erinnerungskultur heraus, dass die jungen Menschen auch in den nächsten Jahren diese Arbeit fortsetzen werden. Sich treffen im Ausland, gemeinsam an Kriegsgräber gehen und nach dem Motto des Volksbundes Versöhnung über den Gräbern sich dessen auch bewusst werden, wie jung die Soldaten damals waren, die gefallen sind und dass Frieden ein besonders hohes Gut ist, das wir schützen müssen. Es geht darum, denen zu gedenken, die ihr Leben verloren haben durch Krieg und Gewaltherrschaft. Und wir müssen uns an deren Schicksal erinnern und wir müssen vor allem auch das Vermächtnis dieser Leute ins Auge fassen, dass es darum geht, Krieg in Zukunft zu verhindern. Und das müssen wir tun. Und als Soldaten stehen wir auch voll dabei, wenn es darum geht, Kriege zu verhindern, Sicherheit herzustellen und Sicherheit zu bewahren. Und von daher betrifft uns das natürlich, weil wir selbst in unserem Leben dafür einstehen. Immer wenn ich auf Soldatenfriedhöfe gehe, dann stellt sich so ein gewisses Gefühl der Beklemmtheit ein, weil es natürlich viele junge Menschen sind, die dort liegen und weil ich in meinem Beruf auch sage, siehst du, das ist die Konsequenz deines Berufes. Wenn ich über diesen Soldatenfriedhof hier gehe, stelle ich auch fest, dass viele Widerstandskämpfer hier begraben sind. Also von daher sind es gemischte Gefühle, aber die geben mir auch immer wieder Hoffnung. Es geht um die Zukunft, es geht darum, Krieg und Gewaltherrschaft in Zukunft zu verhindern und dafür stehen wir ja ein. Die einen erinnern und bewahren und wir helfen auch dabei und wir sind auch bereit, dafür einzutreten und ich denke, das geht gut zusammen.